Und wieder einmal Ahoi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Black Flag. Mein Name ist Captain Ozzy und ihr seht schon, was wir jetzt vorhaben. Ich bin fest entschlossen, mir in dieser Folge die letzten zwei Legenden zu holen. Und somit würde ich sagen, fangen wir gerade mal bei der hier an. Bei dir hat den Schwerpunkt, wie ihr gleich sehen werdet, schaut euch diesen Rambock vorne an. Abartig großes Ding und abartig gefährlich. Mal schauen, wie sehen unsere Chancen aus. Na komm, gleich mal Breitseite geben. Ein bisschen was hat's genommen. Auf dein Zeichen, Captain! Bin eh langsamer als sie. Ich kann es gar nicht verhindern. Guck mal, ich kann es gar nicht verhindern. So, aber von der Seite her tut sie weh. Komm, du da und du da auch nochmal. Wir werden auf sie treffen, Sir! Feuer! Kein Problem. Naja, das war schon mal ganz okay. Los, Segel, los geht's! Man muss aufpassen, man muss hinter ihr bleiben. Man darf nicht vor sie kommen. Wenn man vor sie kommt, dann hat man ganz schnell verschissen. Ja, das hat auch wieder ein bisschen gekostet. Ja, die steckt halt schon ordentlich an. Ne? Und sie ist schnell und wendig. Ist gut genug! Oh, sie nimmt sie nicht voll, hat aber nicht getroffen. Das wird sie versenken! Erwarten Befehle! Okay, dafür haben wir getroffen. Ja, nochmal. Hm, schon ein bisschen was haben wir schon runter. Aha. Aufpassen, jetzt dreht sie sich doch langsam wieder in unsere Richtung, da müssen wir aufpassen. Ihr Schild darf nicht in unsere Richtung zeigen, wie ihr seht, das tut uns richtig weh. Selbst mit voll aufgerüstetem Schiff. Und auf die Art und Weise unser Schiff ganz schnell runtergemäht. So, jetzt muss ich aber hinterher, sie haut jetzt ab, nicht dass sie sich drehen kann. Ich darf ihr keine Angriffsmöglichkeit geben. So, wieder ein bisschen beschießen hiermit. Super Überraschung von oben. Kacke, daneben. Okay. Ja, aber wir treffen sie kontinuierlich. Auch wenn es gerade wieder nur so eine halbe Salve war, die sie getroffen hat. Naja, shit happens, Katie. Und boom. Aber das muss getroffen haben, oder? Komm schon, treff die Bastarde! Hä? Wieder nicht? Okay. Sparen wir uns die Mörser mal. Jetzt müssen wir erstmal daherkommen, oder? Guck mal, weil die schon weg ist. Junge, 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 ich komme nicht mal mit dem Mörser hinterher. Jetzt. Also wenn der nicht trifft, die dreht gerade. Ja, doch, hat getroffen. Oh, jetzt wird's gefährlich. Boah, Kacke. Boah, leck. Oh, Dreckspatz. Also, voll die Breitseite, Jungs. Das ist unsere größte Waffe hier. Ah, jetzt haben wir sie fast. Nicht gar nicht abhauen lassen. Genau. Ich muss noch Mörser hinterher. Junge, Junge. Auch schwer zu knacken, der Bursche. Boah, es sieht hier auch nochmal so ins Feuer mit der Breitseite. Und wir schießen natürlich gekonnt daneben. Ja. Boah, komm jetzt, jetzt muss das schon langsam gewesen sein. Ah, ich glaube, ich hab's. Zack. Sie geht nicht gleich, sie geht jetzt unter. Und nächste legendäre Schiff versenkt. Eins, von dem ich am meisten Panik hatte, weil dieser Rambock ist enorm. Komisch, dass der als letztes untergeht. Wie das so schwer wieder ist, müsste der als erstes untergehen. Ja. Mal guckt euch an. 20.000 Reales wieder eingesammelt. Okay. So. Zwei Shots sind repariert. Jetzt mal gucken. Jetzt springen wir trotzdem erstmal in die Nähe. Weil ich möchte mir dieses legendäre Schiff, oder die Zwillinge sind das ja, die möchte ich mir jetzt auch noch holen zum Ende. So, wo sind wir nun schon vor? Okay, wie weit ist das? Okay, knapp 2500 Kilometer, nicht ganz. Mal schauen. Jo, denke ich mal, machen wir uns auf den Weg. Was ist jetzt? Piratenjäger? Zwei? Okay. Mal gucken, was bist du für einer? Hinter der Insel? Wo ist er? Eine Fregatte, interessiert mich nicht.
Oh, Level 60. Hallöchen. Dich nehme ich in meine Flotte auf. Dich hole ich mir jetzt. Die sind nicht allzu häufig, diese Level. Die sind auch schwer zu knacken. Schon fast so schlimm wie eine legendäre. So, warte mal. Da, Captain, eine Seite, ein bisschen getroffen. So viel Segel, wie ihr könnt. Oh, aufpassen, aufpassen. Aufpassen. Oh, er schießt kacke. Schießt er mit Mörser. Mörser, raus, 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 rausdrehen. Sehr schön, sehr schön. Ein Glück gehabt. Oh, oh, stehen bleiben, stehen bleiben. Da kommt sie. Oh, na, ah, zu weit, zu weit. Zurück, zurück, zurück. Da ist ihre Schwachstelle. Lass mich so schön nahe kommen. Und warten bis... Oh, kacke, nimmt sie mich auch ins Feuer, ist ja klar. Na los jetzt. Ach, jetzt kommt drehen. Meine Nase gerade gejuckt, sorry. Gibt's da einmal kurz pausieren. Aber keine Sorge, wir werden uns weiter darin schicken, es doppelt zu schaffen. Das haben wir euch fast schon. Oh, habe ich euch immer noch nicht. Wo ist jetzt? Wo ist jetzt? Und. Jetzt müssen wir schon. Da, wo kann es sein? Jetzt haben wir euch. So, wenn wir gleich mal entern. Oh, kacke. Hey, ich hab dich doch... Oh, aufpasse. Jetzt nicht mehr drauf gehen. Jetzt nicht mehr drauf gehen. Wenn wir danach sterben, scheißegal. Aber jetzt, das Schiff müssen wir uns auf jeden Fall holen. So, ändern. Ah, wir brauchen es in unserer Flotte. Das ist ein ganz schwer zu knackender Gegner hier. So, über der Schuh. Na super, hat nicht funktioniert. Na egal. Dann kämpfen wir uns halt durch. So, und was mit dir? Na, aufpassen. Moment, Plan B und zack. Setzt zwar auch meine Leute außer Gefecht, aber ich kann mir immer gleich 3, 4, manchmal auch 5 von denen holen. Ja, hab ich sogar, glaube ich, schon 6 oder 7 sogar geschafft. So, gucken. So. Und nächste. Und noch eine. Jupp. Wollen wir uns jetzt mal hier oben mal ein bisschen um die Offiziere kümmern? Verbeugt euch und stirbt. Und du auch. So. Haben wir euch beide auch. Okay, und was geht's jetzt noch? Pulverreserven. Okay, dann muss ich erstmal nachladen schnell. Kleinen Moment. Das dauert immer ein wenig mit den Musketen. Oh, jetzt kommt er hier an. So. Was mit dir? Wo bist du jetzt? Ey. Halt. Oh. Na Moment, jetzt komm mal her. Jetzt reicht's. Und zack. So. Puh. Wieder Plan B. Funktioniert super, Plan B. Nur mal öfter, hätten wir schon öfter mal machen sollen. Wäre manche Sache vielleicht etwas einfacher gewesen. Ja, nee, egal. Man lernt ja nie aus. So. Ey, gibt's doch gar nicht, das kriegt er mich noch. So, 18. Aber jetzt muss ich mir immer die anderen Reserven holen. Na, scheiße. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ach so, die Kugel saugt wieder so lange und nachladen. Jetzt rennt der vor die Flinte. Ich glaube es nicht. So. Boah, das hat er mich auch noch gewischt. Eigentlich will ich die gar nicht umlegen, aber egal. Dann habe ich das zumindest mal schon fertig. So, 20 von 20. Und jetzt noch einmal Pulverreserven. Ganz vorne. Am Bug. Okay. Da muss ich beeilen. Ich verliere zu viele Crewmitglieder. Auch nicht gut. Und was mit dir? Komm her. Komm, kriegst du eine Packung. Und weg. Oh, kacke, ich muss nachladen. Hm. Oh, jetzt geht's mir gerade auf der Seite. So wird das nichts. So, Moment. Dann mache ich mir doch jetzt mal einfach. Hopp. Jetzt gehen wir kurz hier hinten. Jetzt lade ich erstmal in Ruhe nach. Mensch, könnte mir denn nicht aufhören, auf den Sack zu gehen? Na, das will ich nicht. Boom, das reicht nämlich. Und ich würde sagen, Kriegsschiff Level 60 ist unser. So, eigentlich müsste ich fast schon zum Reparieren nehmen, aber ich will zu meiner Flotte haben. Auf langfristige Sicht gesehen ist das Beste. Denke ich mal. Gut.
hat das ja geklappt. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf die Socken. Wie ihr seht, ich habe mich aufgeladen, ehrlich, um ehrlich zu sein, bin ich, nachdem ich aus diesem anderen Videosequenz rausgekommen bin, hat mich die Fregatte direkt gerammt und auch direkt versenkt. Somit haben mich die Piratenjäger erwischt. Das ist der Restart nach diesem Untergang, sage ich jetzt mal. Also, und jetzt bewegen wir uns auf die zwei Kriegsschiffe, genau, die direkt vor uns befinden. Und jetzt werden wir uns mal mit denen anlegen. Denn ich möchte den Boost haben, den man erhält, wenn man diese zwei jetzt versenkt hat. Weil wir dann nämlich alle haben. So, schön langsam fahren, brauchen wir gar nicht Reisegeschwindigkeit. Genießen wir den Augenblick, wie die beiden aus hinter der, vor der Sonne auftauchen. Aber jetzt ist der Spaß wohl vorbei. Okay, gut, Freunde. Sie fahren direkt auf uns zu. Ei. Ja, na gut, das probieren wir jetzt mal. Ellbogen ausfahren. Okay. Immer erst eins schnappen. Den gebe ich nur mal einen mit auf den Weg. So. Moment. Und komm. Ah, die haben mich jetzt auch getroffen, war klar. Mitten dran bleiben, mitten dran. Ah. Oh, Glück gehabt. Die nehmen sich auch gegenseitig unter Feuer. Auf gar keinen Fall zwischen die beiden geraten. Aber dann wird eklig. Dann wird eklig und es tut richtig weh. Das Problem ist, ich habe keine Mörser mehr. Ich muss alles... Oh, 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 oh. Ich muss alles mit Breitseitenkanonen. Und muss alles also im direkten Nahkampf machen. Ich kann leider nicht aus der Ferne schießen. Aber egal, brauchen wir auch nicht. Wir werden sie auch so knacken. Abwarten. Ja, Kettengeschosse machen jetzt nicht wirklich den Superschaden, aber komm, rammeln. Das funktioniert nämlich doch immer ganz gut. Und nochmal. Ja, rammeln tut noch mit am meisten weh. So, hab ich. Ah, eins habe ich fast. Komm. Endlich. Nummer eins ist erledigt. Okay, aber das war der leichte von den beiden Zwillingen. Wo ist der andere? Da ist er. Oh, oh. Da kommt er schon. Oh, geht schon auf Angriffsmodus. So, boom, Feuerfässer raus. Boah, kann der sich schnell drehen. Boah, scheiße. Aber egal, wir machen wir halt Seitenkampf. Wir sind auch gepanzert, nicht nur du. Und nochmal. Boah, der muss aber auch wehgetan gerade. Mit einem Arsch mit dem Rammer. Das hat schon richtig wehgetan. Jetzt mal gucken. Also denen geht es mittlerweile noch besser als uns. Wieder ein bisschen getroffen. Jetzt erstmal hinterher. Auf gar keinen Fall ihm wieder eine Angriffsfläche bieten. Jetzt müssen wir aufpassen. Viel können wir wirklich nicht mehr reinstecken. Ich komme immer wieder scheißdreck. Ich versuche es immer wieder, aber ich weiß, ich habe gar keine Mörser mehr. Weil das wäre jetzt eigentlich optimal. Jetzt wo er dreht, jetzt ein Mörser drauf. Oh, jetzt eröffnet das Feuer, oder? Nee. Warte mal. Was machst du denn? Haust du einfach ab? Aber wenn ich dicht genug dran bin, dann dreht er sich. Pass mal auf. Ich versuch. Oh. Okay, einmal 10.000 Reales haben wir eingesammelt. Das war ein Treffer und das war's. Oh, Dreckspatz. Scheiße, ich bin zu weit weg. Feuer! Ist gut. Segelreffen raus aus der Böe! Ich hab sogar minimal getroffen. Oh, jetzt tut jeder einzelne Schuss weh. So, jetzt reicht's. Komm. Bist du gegen meinen Rambock gewappnet? Dann guck mal. Alter, war das knapp. Alter. Aber ahoi Piraten, wir haben sie alle geknackt. So, jetzt warten auf die Belohnung. Ei, kaum angesprochen, da ist sie schon. Also. Wenn ihr alle vier Legenden habt, dann kriegt ihr einen sogenannten Boost. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel, ihr geht auf L2, ne, wenn ihr die Kettengeschosse ran wollt und drückt zweimal auf X. Und ich schwöre euch, das probieren wir demnächst bald mal aus.
Da geht mal richtig die Post ab. Zerschmettert eine Fregatte nur mit einem einzigen Rammer. Ist sie sofort weg. So, wieder 10.000 Reales eingesammelt. Ja, es läppert sich. Okay. Das bedeutet für uns jetzt... Ich müsste mich eigentlich ein bisschen aufladen. Aber gut. Haben wir alles? Okay. Dann würde ich sagen, eins meiner Ziele ist erreicht. Dann nehmen wir uns doch jetzt mal direkt Richtung weiter Hauptmission. Tulum. Ah, da habe ich jetzt noch was anderes vor. Bevor ich jetzt aber hier auf Tulum die Mission starte, werde ich mir meine nächste Rüstung besorgen. Denn ich habe erfolgreich alle Meiersteine in der letzten Episode gesammelt. Das bedeutet, wir können jetzt da diese Tür öffnen und dann mal schauen. Diese Meierrüstung soll ja gegen Schuss, gegen Schüsse von Musketen und so immun sein. Und das probieren wir doch jetzt glatt mal aus. Templerrüstung ist ganz cool. Man ist schon sehr, sag ich mal, man hält schon viel aus. Aber das mit diesen Schüssen aus der Distanz, das geht mir doch auf den Sack. So, und das soll mit der Rüstung, soll das denn kein Problem mehr darstellen. Na, nicht da die Treppe. Also, da lang, genau. Und jetzt hier lang. Da ist sie ja, die Tür. Dann schauen, geht es? Jawohl. Okay. Hast du aber eingesetzt? Oh, da ist sie ja. Moment, war hier noch was? Ganz kurz nochmal gucken. Ne, war nichts. Also, dann mal rein da. Die Maya-Rüstung. Okay, anlegen. Zivilisation. Erste Zivilisation. Okay, das wirft auch wieder so eine Frage auf. Aber gut, anlegen. Okay. Hier trage ich auf jeden Fall kein Cappy mehr, also keine Kapuze. Aha, sieht interessant aus. Mal gucken, wahrscheinlich auch ein bisschen besser beweglich. Und das Beste, kugelsicher. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu Adwell. Und dann schauen wir mal, was er noch so für uns hat. Alles ist erlaubt, heißt die nächste Mission. Mal gucken, was alles erlaubt ist. Schauen wir uns das Ganze an. Sieht jedenfalls nicht gut aus. Er versucht da jemanden wohl zu verarzen. Naja. Dann gucken wir mal. Hier bin ich, Digga. Was ist los? Herr Gott, Hattie, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel, und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich Liebe empfinde. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Ei, das sagt sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf.
Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten. Doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. Okay, das ist nämlich für Mary. Wurfpfeile. Okay, das ist eine Waffe, mit der ich noch nie wirklich warm geworden bin. Was, Dreieck? Naja, wir schauen jetzt einfach mal. Okay. Also, wir versuchen mal, unsere zerbrochenen Gläser wieder zu reparieren oder wieder zu kleben. Ein paar aufgerissene Wunden zu verheilen. Und ein paar Freunden eine letzte Ehre zu erweisen, indem wir ihrem Volk oder ihren Gleichgesinnten beistehen und sie unterstützen. Naja, schauen wir mal. Wenn es gegen Engländer gibt, wundert es mich ehrlich gesagt eigentlich, weil mittlerweile dürfte es aber bald fast gar keine mehr geben. So viele, wie wir schon ausradiert haben. Und zack. Okay. Ihr seht ja, ich habe den Wurfpfeil wieder angewandt. Aber ich krieg damit keinen getötet. Verstehe ich nicht. Egal. Weiter geht's. Wir wollen ja die Mission beenden. Und wenn das halt mit dem Kackding nicht funktioniert, mache ich es halt auf meine Art. Ne? Was soll's. Da habe ich jetzt weniger Bauchweh bei. Ja, menschliches Schild brauche ich nicht. Kann einfach frei weiterkämpfen. Ja, das ist halt das Coole. Mir gefällt die optisch halt auch ganz gut. Wie gesagt, sie macht den Eindruck, man ist nicht so eingepackt. Sie ist halt mehr aus so einer Art metallendem Material, ob es jetzt wirklich, also Aluminium wird es kaum sein oder Titan, keine Ahnung. Aber da es ja auch ein, sag ich mal, eine Rasse ist, vor dieser Zeit, ist ja sowieso einiges möglich. Ne? Vielleicht, weiß ich nicht. Ist das wirklich auch ein derart fortschrittliches Material? Ne? Kevlar, Kohlenstofffaser, wer weiß das schon. Auf jeden Fall ein cooles Upgrade. Mir gefällt's, also was soll's. Gehen wir weiter, schnappen wir uns die nächste Aktion. So, wo bist du jetzt? Da bist du jetzt. So, wo sind die nächsten? Hier, Moment, wo bist du denn hin? Weg mit dir. So, erstmal den Grobian ausgeschaltet. So, den auch noch. Das ist schon mal gut. So, du bist auch weg. Okay, das sind halt schon einige. So, auch weg. So, Moment, wo geht's denn hin? Ah, da seid ihr. Moment, Freunde, ich komm schon. Und da. Moment. Oh, das geht mir auf den Sack. Haben wir euch? Das sollte es doch jetzt mal langsam gewesen sein, oder? So, weg. Oh. Aber jetzt. So, nächster. So, so auch weg. Na, viele dürft ihr jetzt hier nicht mehr geben. Okay. Also, es bringt nichts. Auf Schiff. Wenn wir mal aufs Schiff gehen. Boah, Kacke. Was ist mit dir? Ah, der Kopf. Dann nehme ich dich halt nur mit. Okay. Dann töten wir dich. Moment, tauchen wir unter? Da sieht mich keiner. Gucken, wie dich an die Wand kommt, bevor er uns entdeckt. So. So, fertig. Haben wir. Kapitän ist tot. So schaut's aus. Ja, mit Wurfpfeilen, ich weiß nicht. Okay. Das haben wir hingekriegt, aber mit Wurfpfeilen töten.
Keine Ahnung, bin ich noch nicht hintergestiegen. Aber egal. Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch. Und der Rest? Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Innern? Tu ich. Teufel auch, ist euch. Ja, noch ein sehr emotionaler Augenblick ihm gerade. Anne hat leider ihr Kind verloren. Ich weiß, auch sehr traurig. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spion und Helfer in jener Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kenway. Und ich glaube, ihr findet ihn. Danke für die Blumen. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Nein, ich habe ja jetzt jemanden. Quartiermeister, wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Ja, ich bin mir gerade nicht so ganz unsicher, ob der Tausch mit meinem neuen Quartiermeister nicht gerade etwas Positives hat. Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt. Vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert. Jack erledigte das Trinken. Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie? Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ah. Gut, das zu hören. Naja. Na gut, werden wir uns jetzt mal Richtung Kingston bewegen, zu den Assassinenbüros, also zu der Kleingartenanlage. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wie ihr seht, so langsam schließt sich der Kreis. Wir kriegen auch so langsam die letzten großen Ereignisse abgeschlossen, haben alle Upgrades für unser Schiff mit allen Zusatzfunktionen, wie ihr ja mittlerweile in dieser Episode auch gesehen habt. Leute, bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Ciao, ciao.